So, es ist 22 Uhr und der letzte Abend ist angebrochen und wir verlassen Jordanien, Aqaba. Ich nehme doch lieber das, ja. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste, und herzlich willkommen hier zu unserer Party, zu unserer letzten Party dieser Reise am Pooldeck. Einen schönen guten Abend. Ja, wir sind fast unter uns, die anderen sitzen noch im Restaurant, aber wir möchten gern mit Ihnen anstoßen auf eine wunderschöne Reise. Und jetzt werden wir hoffentlich zwei Gläschen von dem kühlen Getränk bekommen. Ich habe auch Ton, ist das schön. So, vielen Dank, liebe Linda und liebe Gäste, Sie haben es gesehen, unvergessliche Momente, nicht nur auf Ihrem Bord-TV, sondern auch hinten bei unserem Malte. Aber unvergessen ist natürlich auch eine Sache, wie wir gerne anstoßen. In diesem Sinne, nehmen Sie die Gläser nach oben, auf die Reise, zum Wohl und Stößchen! Ja, liebe Gäste, eine wunderschöne Reise bei einem Traumwetter, so kann man wohl sagen, liegt hinter uns. Wir haben noch einen wunderschönen Abend vor uns. Denken Sie daran, heute können Sie die Uhren eine Stunde zurückstellen. Und ein Problem habe ich ja. Ja, da war Beifall an der Stelle. Ein Problem haben wir hier heute. Der Arne ist ganz traurig. Aus folgendem Grund, Hamburg hat heute leider im Fußball verloren. Also unterstützen Sie ihn mal bitte mit einem tollen Beifall heute. Klaus, hast du ein Glück, dass deine Mannschaft in der dritten Liga spielte? Also so. Über die dritte Liga reden wir hier wirklich nicht. Ja, liebe Gäste. Ja, ja, die stehen ganz unten. Liebe Gäste, 370 Crewmitglieder waren die letzten 14 Tage für Sie da. Und sehr viele Gäste haben uns angesprochen, sich bedankt für eine wunderschöne Reise. Nehmen Sie die Eindrücke, die Sie gewonnen haben, mit nach Hause. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es bitte allen. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, reden Sie einfach nicht drüber. Ja, so einfach ist das. Und wir wollen jetzt zu einem Thema kommen, Arne, was Sie sicherlich bewegt. Interessieren Sie denn Zahlen? Also nicht das Zahlen an der Rezeption, sondern natürlich obligatorisch am letzten Abend fragen wir immer oder geben wir Ihnen immer eine Info über das, was Sie die letzten 14 Tage genießen konnten. Und gemeint sind unsere Verbrauchszahlen von der Küche. Wer gibt offen zu, dass er in den letzten 14 Tagen zugenommen hat? Einfach mal Hand hoch. Das sind nicht viele. Es ist ja so, dass man bei einer Reise so 1 bis 2 Kilo zunimmt. Das ist aber auch ein physikalisches Gesetz, denn der menschliche Körper dehnt sich bei Wärme aus. Das ist einfach so und das möchten wir mit Ihnen jetzt mit ein paar Zahlen untermauern. Und dazu haben wir die Kollegen mitgebracht, die für diese, ich sag's immer, Lebensmittelschwangerschaft zuständig sind. Und zwar
unsere Galley-Mitarbeiter. Begrüßen Sie ganz herzlich unsere Chefköchin Andrea und die Vertreter unserer Küchenbrigade und unser Galley hier. Bitte mit Sahne. So sehen sie aus, man nennt sie auch liebevoll die Götter in Weiß. Und Andrea, du hast schon gesehen, viele Gäste haben sich gemeldet, wie es um die Frage ging, so, ja, wir haben etwas zugenommen, so, ganz kurze Geste, war es mehr als auf der Transasia-Reise vom Verbrauch oder war es weniger? Mehr! Warum oh, mehr? Oh, okay. Dann, ja, hier stehen sie alle, schauen sie sich die Gesichter sehr genau an, die sind für diese Lebensmittelschwangerschaft zuständig. Und wir haben ein Novum auf diesem Schiff, der Aida Kara. Wir haben den einzigen weiblichen Chefkoch der Aida-Flotte. Hier ist sie, die Andrea, unsere Chefköchin. Sie ist verantwortlich für 83 Mitarbeiter und ihr Beifall sagt es. Vielen Dank, eurem Team. Genau, viele, viele Events lagen auf dieser Reise, Bergfest und sonstige Themen, jeden Tag im Restaurant. Und nun kommen wir zu den eiskalten Zahlen. Fisch und Meeresfrüchte hatten wir auf dieser Reise fast 4 Tonnen Verbrauch. Davon alleine 650 Hummer am heutigen Abend. Und dafür zuständig ist unser Fischkoch, das ist June! Ich kann die Zahlen noch etwas toppen. Und zwar 2 Fleischer sind an Bord hier. Einen haben wir mitgebracht und wir haben insgesamt 4,5 Tonnen Fleisch- und Wurstwaren verbraucht. Wenn das nichts ist, dafür verantwortlich Sugianto, einer unserer Batscher. Und ich gehe wieder einen drüber, Klaus. Ich überbiete dich nochmal, denn auch gesund wurde auf dieser Reise trotzdem geschlemmt. Obst und Gemüse, meine ich, und Gemüse haben wir auf dieser Reise verbraucht. 5,3 Tonnen. Davon alleine 950 Kilogramm Tomaten, 6,3 Tonnen Obst und davon sind fast 3 Tonnen nur Ananas. Ja, Ananas entschlackt ja auch, wir weisen immer gern darauf hin. Stück Eisbeinscheibe Ananas plus minus null, alles herrlich. Ja, noch ein Tipp für heute Nacht, Mitternachtssnack vielleicht. Und dafür zuständig ist unser Obst- und Gemüseschneider Savio! Auch in unserer kalten Küche wurde fleißig gearbeitet. 80 verschiedene Salate und Vorspeisen. Verantwortlich dafür ist Randy. Oh, Moment, halt, Roderick, unser Chef der kalten Küche. Sorry. Ist ja auch dunkel. Normalerweise sind wir im Theater, lieber Klaus. Denn jetzt kommt der, den die meisten sicherlich sagen werden. Der ist schuld an meinem olympischen Körper mit jetzt 5 Ringen. Denn er ist zuständig für Desserts und Kuchen. Ja, und um zu sagen, wie viel es war, haben wir einfach mal pauschal 450 verschiedene Dessert- und Kuchenvariationen auf dieser Reise und dafür zuständig aus unserer Pastry, das ist Randy! Yeah. Der Doppel Randy! Ja, liebe Gäste, jetzt komme ich zu einer Zahl, die nicht unbedeutend ist. Jede Hausfrau weiß, ein Lied zu singen. Alles das, was verzehrt wird, kommt auf Teller. Besteckteile sind erforderlich und das Ganze muss aufgewaschen werden. Wir haben täglich ca. 12.000 Teller, die wir abwaschen müssen und 18.000 Besteckteile. Das ist eine Menge. Dafür verantwortlich unser GBA Number One. Herzlichen guten Abend, Jason! Tja, ihr Lieben aus der Galley, gleich ist noch Abendessen, läuft noch ein bisschen, Mitternachtssnack ist auch noch und morgen ist Frühstück. Wir sagen auf jeden Fall Dankeschön an die Galley-Brigade und Dankeschön an Andrea und ihre Küchencrew. Dankeschön! Natürlich einige Zahlen noch, die wir ihn trotzdem gerne noch nennen möchten. Morgen einen neuen Gockel, habe ich gehört. Ja, der feurige Asiate ist durch und dafür kommt jetzt ein Ägypter morgen. Sind wir mal gespannt.
was dabei rauskommt. Aber eine Zahl noch, die hat die Chefköchin extra gesagt, die sollen wir erwähnen, weil das ist normalerweise eine Zahl für Ferienzeit mit über 100 Kindern. Und nämlich der Eiscremeverbrauch. Ja, passt schon. Der Eiscremeverbrauch auf dieser Reise ohne Kinder, vier hatten wir immerhin, 1360 Liter. Tja, jetzt weiß man, wo es herkommt, gell? So, schick. Ja, ich bin zuständig für das Freibier, wie Sie wissen. Insgesamt in den Restaurants und beim Poolbrunch 3700 Liter Freibier. Die Unterstützung und...
más duro, un poquito 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 más duro. Heute ist der 26. April und unsere Reise geht zu Ende. Und wir müssen in einer Stunde am Flughafen sein.